So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Isa One. In der letzten Folge haben wir ja jetzt hier dieses Schloss geöffnet und sollten jetzt den Zugang zur Mine bekommen. Nach wie vor sind wir natürlich auf der Suche nach unseren Erinnerungen in diesem Spiel, in dem wir versuchen, die Demenz zu besiegen. Und ja, die ersten beiden Folgen sind jetzt schon lange draußen und ja, ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Hier ist alles so ein bisschen überflutet. Und nach wie vor finde ich das Spiel atmosphärisch einfach super gelungen. Und es ist einfach ein schönes, ruhiges Adventure mal für zwischendurch. Und es macht mir immer wieder Spaß, hier einzusteigen. So, hier sehen wir schon irgend so einen Schaltplan von wegen Ventile. Müssen wir uns wahrscheinlich ein bisschen merken hier. Devlin-Mine, Diagramm. Okay, dann heißt es wohl, okay, rechts, nach rechts ist es Ventil öffnen und nach links ist es Ventil schließen. Und hier steht also ein Schema, rechts, links, links, rechts, links. Da müssen wir bestimmt irgendwo nochmal so ein Schalterrätsel lösen. Ich gucke mich hier erstmal weiter um. Ist verschlossen. Wir sehen, da hinten ist irgendwie sowas wie ein Aufzug oder sowas. Der dann wahrscheinlich ganz runter in die Mine reicht. Wir sind im Grunde genommen ja im Moment in einem Keller von einem Haus. Mal gucken, ob hier noch irgendwas Brauchbares vielleicht auf den Tisch liegt. Ah ja, ein Dokument. She serves beyond the waves. So, ich versuche es mal zu übersetzen. Ich höre sie rufen, wenn wir im Untergrund arbeiten. Ich lese es mir am besten erstmal komplett durch, dann habe ich auch einen Zusammenhang. Okay, da steht da jetzt, dass sie immer ihre Werkzeuge unter die Erde bringen und und Steine mit Metall bearbeiten. Und sie hören immer wieder die Wellen gegen das Riff schlagen in dem Untergrund. Und also das ist wahrscheinlich ein Brief von irgendeinem Minenarbeiter. Und okay, das schreibt dann jetzt auch nochmal, dass eines Tages wird die Mine den Preis dafür bezahlen, dass sie Mutter Erde so beschädigt hat. Das kennt man ja irgendwoher. Und er muss den Job machen, weil er sonst seine Familie nicht ernähren kann. Und die Industrie ist am Boomen. Die haben sich neue Werkzeuge gebaut, bla bla bla. Auf jeden Fall ist das ja eine Mine, die ziemlich nah am Meer ist. Deswegen wohl auch hier der Wassereinbruch. Das Ganze scheint also nicht ganz ungefährlich zu sein. Sonst scheint hier nicht mehr viel an Sachen zum Einsammeln rumzuliegen. Hier ist jetzt noch so ein weiteres kleines Gebiet. Ah, na, sieh mal einer an. Die passenden Ventile zu dem Plan, da sind hier direkt hinter der Wand versteckt. So, hier ist noch ein Schalter. Warning. Pressure. Ensure all whales are in correct position before lever activation. Okay, den dürfen wir erst schalten, wenn die Ventile in der richtigen Position sind, steht da. Das sollte kein großes Problem sein, denn wir wissen ja, wo die Schalttafel ist. Das müssen wir uns jetzt nochmal merken. Rechts, links, links, rechts, links. Rechts, links, links, rechts, links. Rechts, links, links, rechts, links. Sollte machbar sein. So. Rechts, links. Links. Rechts, links. Ja, so sollten die Ventile jetzt in der richtigen Position sein. Ich drücke jetzt einfach mal den Schalter und hoffe, dass es funktioniert. Ja.
scheint funktioniert zu haben, ja. Das Wasser fließt jetzt ab hier. Und das Tor ist auch aufgegangen. Nichtsdestotrotz gucke ich nochmal, ob ich noch irgendwas anderes jetzt hier finde. Und alte Kohlensäcke. Schienen führen hier hinten in Richtung Tor. Ich glaube, wir waren mal auf der anderen Seite, wo wir noch draußen waren. Hier ist immer noch Wasser drin. Ja, aber wir kommen jetzt anscheinend runter in die Mine. Bin mal gespannt, was da auf uns wartet. Die komische Phyllis hat ja in der letzten Folge auch gesagt, dass hier eine Erinnerung auf uns wartet. Wir suchen ja sozusagen Erinnerungen, um unsere Geschichte wieder so zu rekonstruieren sozusagen. Hier sind Loren. Damit haben die wahrscheinlich hier die Güter, die sie da unten abgebaut haben, ans Tageslicht befördert. So, einmal abwärts. Knackt und knatscht hier alles. Ah, hier, okay. Und jetzt anscheinend angekommen. Licht scheint noch zu brennen. Ist immer schwierig und ja, herauszufinden, wo man hier anfangen soll, wenn man in so ein neues Gebiet kommt. Und hier liegt erstmal schon mal wieder ein Zettel. Hide and Seek. So, ich muss es mir erstmal kurz durchlesen. Unknown places. Das ist so ein kleines, Minenarbeitergedicht, sage ich mal. Wo er da drüber philosophiert, dass die da unten durch die Gänge gehen mit ihren Lampen und Hacken und bla bla bla. Es könnten natürlich auch immer wieder wichtige Infos in den Dokumenten sein, deswegen gucke ich mir die auch immer nochmal an. So, mal gucken, ob hier irgendwas liegt. Können ja auch wie immer wieder in unsere Case zurück, um da Gegenstände abzulegen. So, was ist das jetzt? Sieht aus wie eine Art Presse oder sowas. Zack, ja. Müssen wir uns merken, das hat bestimmt noch irgendeinen Grund, dass das hier steht. Das gleiche in Rot. Radio. Something is going down. Something ain't right in the mines today. A man can sense when something is right. It sings up the air making us sweet. The heart someday, someone say, bla bla bla, gonna dun dun mine down early. Irgendwas stimmt in der Mine heute nicht, die Luft ist komisch, steht da. Bla bla bla, und die Air-Kompressoren, die Luftkompressoren funktionieren nicht mehr, die sind wohl kaputt. Und die mussten die jetzt auf manuell Betrieb stellen. Die brauchen also eine Lösung dafür, um das wieder zu reparieren. Sonst können die da nicht mehr arbeiten, weil die Luft nicht mehr gefiltert wird. Okay. Na, dann gucken wir mal weiter. Vielleicht ist das ja auch eine Aufgabe für uns. Sounds, sights and smells can help store memories forever. A projector. I'm not sure how they got here, but I think they relate to our patient's history. Don't worry. You won't need these to progress this evening as they're an optional task. But we should at least give this one a try. So, okay. Das ist ein Projektor. Den haben wir in der ersten Folge haben wir auch schon mal einen davon gesehen. Und die gibt es immer wieder im Spiel. Und das sind sozusagen optionale Nebenaufgaben. Wir müssen bestimmte Rätsel lösen, um diese Projektoren zu aktivieren und dann sozusagen die Hintergrundgeschichte weiter aufzudecken. Das ist sozusagen Nebenaufgabe. Wir werden wahrscheinlich nicht alle schaffen zu lösen im Spiel, denn die sind teilweise ziemlich, ziemlich schwierig
und man kriegt wenig Anhaltspunkte, was man eigentlich machen muss. Hier in diesem Fall müssen wir diesen lösen, damit wir weiterkommen. Das weiß ich noch aus dem Let's Play, was ich mal gesehen habe. Und ja, wir werden natürlich versuchen, viele wie möglich zu machen, aber wenn wir da nicht weiterkommen, dann lassen wir es auch. Es sind einige andere Gegenstände hier, die man wahrscheinlich in der Mine braucht. Das ist bestimmt irgendein Atemgerät oder sowas. Benzinkanister, wahrscheinlich für die Airkompressoren, Luftkompressoren. Things we touch throughout our life can stay with us in the back of our minds. So, irgendeine Flasche mit, weiß ich nicht was. Gucken. Bottle, steht einfach nur Bottle. Nehmen wir mal mit. Was wir damit machen, weiß ich noch nicht. Und hier ist so eine kleine Art Mini-Büro. Dan, I can't find the air compression manual anywhere. Which means we can't get the door to budge. It must be around here somewhere and you were the last one to have it. Could you please find it and place it on my desk, Steve? Okay, die Anleitung, wie man diese Air-Kompressoren, also Luftkompressoren, wieder repariert, die ist wohl verschwunden und die soll hier auf den Tisch gelegt werden. So, diese Dokumente können wir immer noch mal in unserem Case nachblättern, müssen wir jetzt nicht machen. Also ist die Aufgabe jetzt, wir müssen diese Anleitung finden und hier auf diesen Schreibtisch packen einfach, damit wir sozusagen das rekonstruieren und dann geht's wohl weiter. Aber müssen wir erstmal finden. Gut, hier hinten können wir noch weitergehen. Das scheint so ein Ding zu sein, der aber aktueller funktioniert. Ah, okay, ein Vogelkäfig. Das war, glaube ich, immer so ein Zeichen, dass die Luft noch rein ist, weil wenn der Vogel irgendwie gestorben ist, dann haben die Minenarbeiter gemerkt, dass die Luft zu viel Kohlenstoff hat. Und sind dann umgekehrt. Das war so die Lebensversicherung von Minenarbeitern damals in der Zeit. Hier ist ein weiterer Schlauch, der in so eine Maschine führt. Und ein Tor, was verschlossen ist. Dahinter scheint noch ein Bereich zu sein. Aber kann das hier nicht aktivieren, okay. So komisch, also die Dinger sollen wohl kaputt sein, aber offensichtlich läuft es hier noch. Nicht hier irgendwas machen? Nee. Da reinschmeißen geht nicht. Ja, gut, dann gucken wir nochmal in unser Case, ob wir da irgendwas haben, was hier vielleicht nützlich ist. Ich musste übrigens das Spiel zwischenzeitlich nochmal neu installieren, deswegen liegt das jetzt hier alles woanders. Es ist nämlich immer beim Laden der Spielstände abgestürzt, dummerweise. Und jetzt habe ich es neu installiert, es kam dann nämlich nochmal ein Patch und seitdem funktioniert es jetzt einwandfrei. Aber hier weiß ich jetzt auch nicht, hier ist auch nichts, was ich gebrauchen könnte. Ah, okay, hier ist ein... Ach ja, hier ist ja das Ding, genau. Aber vielleicht machen wir die einfach mal kaputt, die Flasche. Es hat funktioniert. Jetzt haben wir hier ein... Jetzt haben wir hier so eine kaputte Flasche.
Ja, weiß ich immer noch nicht so genau, was ich damit jetzt machen soll. Mal hier nochmal kurz gucken. Irgendwas schneiden können wir ja damit wohl. Aber was soll man damit schneiden? Hier ist auch nochmal so ein Tor. Vielleicht hier irgendwas? Nee. Na, wir könnten natürlich hier diesen Schlauch vielleicht durchschneiden, aber dann ist ja hier der Air-Kompressor kaputt. Ah, es funktioniert. Cool. Und da hinten war auch noch ein Schlauch. Vielleicht, okay. Diese Tore werden hier anscheinend auch durch den Luftdruck hochgehalten. Somit geht es jetzt hier also weiter. Ah, cool. Hier ist wieder so ein Gerät. Auch das funktioniert. Ah, eine kaputte Presse mit einem Brief. So, die Teufelskammer Teil 1. Ich lese es mir wieder kurz durch. Steht auch wieder, dass die Knockers, die Klopfer, rufen mich aus der Tiefe des Minenschachtes. Und die raue See ist rolling on the cliff, also schlägt gegen die Wand. Das hört man also auch. Man hört wohl immer die Wellen. Und Brimcliff, so heißt die Gegend hier, wird wohl als letztes lachen, warum auch immer. Die Minenarbeiter haben ihre Häuser verlassen und aufgehört, in der Devil-Mine zu arbeiten. Sie sind nie zurückgekehrt. Bla bla bla. Die Frauen und Kinder schreien, wenn die Industriemaschinen still sind. Also diese komischen ganzen Minenarbeiten und die Industrie, die hier wohl gerade voll im Gang sind, ist ganz wichtig für die Leute hier, damit die leben können. Das lese ich jetzt so zwischen den Zeilen. Jo, das Wasser und die Tiefe haben keine Gnade für unsere Seelen. Ja. Also die scheinen ja wirklich hart arbeiten zu müssen, diese Minenarbeiter, oder mussten es wohl. Viel arbeiten, um die Familie zu ernähren, bla bla bla. Das war eine harte Zeit damals. Hier ist wieder so ein Shot. Okay, ein weiterer Bereich. Ich mach da hinten nochmal die andere kaputt. Wer weiß, ob da noch irgendwas anderes dann kommt. Nee, scheinbar nicht, okay. So, hier ist wieder alles ein bisschen überflutet. Der scheint nicht mehr zu funktionieren, der ist schon kaputt hier. Läuft Wasser raus. Ah, das ist die Anleitung hier. Gut, dann gehe ich mal ins Case, packe die Flasche weg, falls wir die nochmal brauchen. Nochmal zur Erinnerung, wir können immer nur einen Gegenstand mit uns führen. Was ist denn das eigentlich? Bronzeplatte, okay.
So, okay, hier ist es. A spray of perfume and it all comes flooding back. Industrial Mining Air Compressors. Und das müssen wir bei dem Typen da hinten jetzt also auf den Tisch packen. Vorher gucken wir aber nochmal, was hier noch so anderes ist. Kommt man hier lang? Ja. Ein kleiner, schmaler, eingefallener Minenschacht hier. Ein Zettel. The Devil's Chamber Part 2. Die Teufelskammer Teil 2. So, ich lese es mir mal wieder durch. Wieder ein bisschen philosophisches Zeug hier. Könnt ihr euch ja auch einfach selber mal durchlesen. Ich weiß nicht, wie viel von euch Englisch können. Ja, philosophieren die wieder hier über diese Teufelsmine und dass hier unten irgendwo die Hölle ist, keine Ahnung. Da haben sie nicht so direkt geschrieben, aber es hört sich so an. Ja. War jetzt nicht so wichtig, glaube ich. Ja, wir können natürlich nochmal gucken, was da hinten ist in dem anderen Schacht. Nicht, dass wir hier irgendwas liegen lassen. Ja, es ist schon irgendwie cool atmosphärisch gehalten hier das Ganze. Es ist hier ziemlich dunkel und es geht hier auch nicht weiter. Nee, also hier sind überall Sackgassen und haben wir jetzt eigentlich nur noch die Option, das Buch da hinten abzugeben. Man kann auch laufen mit L3. Den ganzen Weg hier, den können wir einfach mal lang sprinten, da verlieren wir nichts an Gameplay. So. Oh, das Ding ist jetzt schon wieder repariert worden anscheinend. Zack. So, wunderbar. Sind wir hier eingesperrt, dann werden wir mal den Projektor aktivieren. Ja, das Parfüm, das war natürlich auch eine gute Erinnerung. Und solche Düfte und sowas können einen auch schon an viele Dinge erinnern. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr irgendwo draußen seid, irgendwas komisches riecht und euch das an irgendwas erinnert aus der Vergangenheit. Und dieses Parfüm, was wir hier gerade gesehen haben, das war wohl auch so ein Teil aus ihrer Erinnerung. Immer diese Sachen, die aus den Projektoren kommen, wenn man diese Nebenaufgaben erfüllen, beherbergen eben solche Erinnerungsfragmente. Und wie gesagt, die sind optional in der Welt verteilt, jetzt in den kommenden Levels auch. Wir müssen die nicht aktivieren, aber so, wenn es geht, dann werde ich versuchen mitzunehmen. Jetzt geht's hier weiter. Hier scheint Funken hochzukommen. Also vielleicht ist hier in der Mine irgendwie so ein Kohlebrand oder sowas. There it is. Our readings. They're showing that this is what's causing the symptoms of dementia in our patient. Or at least it's part of what's causing it. So, was ist das denn? Ach, das Ding war doch auch in der Eingangshalle von diesem ESA-Institut. Nur in deutlich größer. Destroy it any way you can. Once the task is done, I'll be able to extract you from the memory and place you in another. Wir sollen das Ding zerstören, sagt sie. Okay. Da ist ja hier so ein
so eine Stampf, so eine Presse wieder. Versuchen wir mal. Oh. Du Scheiße. Ja, wir müssen das wieder ausschalten. Geht nicht mehr. What the fuck? Wow. Eine Tür ins Nichts. Jetzt bleibt nichts anderes übrig. Oh, wir gehen rein, wollte ich gerade sagen, aber wir sind schon reingezogen worden. Sind wir auf irgendeinem Trip oder so? Ich kann nichts machen, das fährt von alleine. Links oder rechts? Ich kann mich nicht entscheiden. Was für ein Trip. Stars are passing me by, burning so bright and so fast as if they never truly existed at all. They're so beautiful, so fragile. I want to hold on to them. I want to hold on and never let them go. Why can't I hold on anymore? Please. Ja. Das war ja ein ganz schön komischer Trip hier am Ende. Gucken, wo wir jetzt wieder aufwachen. Also das sah jetzt echt seltsam aus. Ich kann es nicht so richtig einordnen. Ich glaube, das war vielleicht so eine kleine Art Reise durch ihre Erinnerungen. Und auf jeden Fall haben wir jetzt schon nach 27 Minuten mal wieder das Soll für eine Folge erfüllt. Wir warten noch mal ganz kurz, was jetzt passiert und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen und bis dann. I'm sorry. What you've just experienced was a relapse of our patient's condition. Hopefully you didn't cause too much damage whilst inside. Now, the objective as stated is to locate Jean's artifact. At this present moment in time, we don't know what this item is. We need to gather information from important memories our client can still understand. Their core memories.